Herzlich willkommen zur dritten Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin. Ja, falls ein bisschen seltsam klinge oder mal irgendwie kurz husten muss, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Husten und so und bin Frosch im Hals. Nichts Schlimmes. Aber, so, wir sind heute ein letztes Mal unterwegs auf der Siegstrecke, wobei ich sagen muss, auf der Siegstrecke ist mal gar nicht so viel unterwegs, denn wir werden heute abzweigen auf die Oberwesterwaldbahn, denn wir fahren mit der RB90, die kommt aus Siegen, fährt dann bis Au an der Sieg. Wir werden erst in Etzbach starten. Etzbach, Da sind wir auch aussteigt schon in drin, mitten im Fahrtrichtung Spiel. rechts. Hilfe. Es ging schnell. Oha. So. Unser nächster Halt ist Etzbach. Ich kann den analogen Pufferplan hier schließen direkt. Wir haben einen digitalen Pufferplan. Genau, wir Ein starten hier fliegender in. Start. Das heißt, es ist eigentlich auch nicht. Diesem Spiel, aber in dem Szenario ist es halt so. Also es gibt es manchmal, je nachdem wie der Stellarmap das dem gemacht hat. So, wir starten hier in Etzbach. Unsere nächste Seite ist dann Au, ihr seht es. Und danach zweigen wir auf die Oberwesterwaldbahn. Denn, wie ich in der letzten Folge schon gesagt hatte, dass es eben auch diese RB90 noch gibt, hatte gesagt, die fährt nur bis Altenkirchen. Das stimmt jetzt nicht ganz, sondern nur so halb. Aber die fährt so bis Altenkirchen. Wendet dort dann aber und fährt dann weiter bis Westerburg. Halt eben. So, soweit werden wir aber nicht fahren, wir werden nur bis kurz vor Altenkirchen fahren. Ja, so. Wir haben es 10. 10 sollen wir auch da sein, 11 sollen wir abfahren. Gut, soweit alles in Ordnung hier noch. Genau, wir fahren mit einer Baureihe 648 mit einem Alstom Coradia Lind. Ich weiß auch gerade gar nicht, welcher Lind das ist. Aber falsche Taste. Weil es gibt ja mehrere Lind-Typen. Ne? Natürlich in Längen, aber das sind Zweiteiler. Aber im Zweiteiler gab es doch, da glaube ich, zwei. Da gab es den Lind 41 und den Lind 54, glaube. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was es ist. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall ist es. Ich dachte, Lind produziert nur Schokolade. Nee, Alstom Coradia Lind. Das ist auch ein Ach so. Dieselzug. Und dessen kleine Schwester, der Coradia Alstom Island, das ist ein Wasserstoffzug von Alstom. Wieder was gelernt. Na. So, dann geht's weiter. 110 dürfen wir fahren und bei 64,8 und auch in der Sieg. Aber gut, den Streckenabschnitt kennen wir ja noch aus der ersten Folge, wo wir mit dem RE9 lang gefahren sind. Wo sie da hier durch Etzbach durchgefahren sind und nicht hier gehalten haben. So, falls ihr übrigens gerade die Ansage hier gehört habt von Etzbach, die Person hat das nicht eingesprochen, als ich war schnupfbar, sondern, also ich weiß nicht, inwie gut, aber ich darf auf 110 ja hoch. Ich weiß jetzt ja nicht, wie ihr mit der Region bewandert seid, ihr könnt ja gerne mal suchen nach, auf YouTube so nach Ansagen RB90, aber ich sag mal so. Frau da, die die Ansage einspricht, in der Realität, die klingt auch ein bisschen sehr nasal und wir haben natürlich versucht, das perfekt nachzuahmen. Wir wollten nicht wissen, wie lange das gedauert hat mit dem ordentlichen Nachahmen und so und so fort, bis es ordentlich geklappt hat alles, ohne sich komplett die ganze Zeit tot zu lachen dabei. So, einmal runter auf 80 km/h. Also ja, das war eine Prozedur, Sondergleichen, aber ja, wir haben versucht, möglichst authentisch zu machen. Und ich finde, das ist uns auch halbwegs gut gelungen. Das ist insbesondere Elisa, die das Ganze eingesprochen hat. Wie gesagt, ihr kennt es ja schon aus den TSW2-Folgen. Zwei Stück gab es da Nächster übrigens auch Halt, als Au Ansagen, an sprich, der wenn man Sieg. drin vorkam. Ausstieg in Und Fahrtrichtung damit ein rechts. gelbes Signal. Aber gut, wir haben in Au an der Sieg nämlich 5 Minuten Wartezeit. Weil ich in der letzten Folge schon gesagt hatte, es ist so, dass dann die S12 aus Köln nämlich hier ankommt in Au. Und dann besteht erstmal Anschluss. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal hier an in Au. Danach müsste die S-Bahn aus Köln ankommen. Danach können die Leute halt eben hier zu uns einsteigen. Das heißt, wir warten hier 5 Minuten, damit die Leute aus Richtung Köln Anschluss haben zu uns. Und in unsere Regionalbahn. Im Fall, dass sie weiter Richtung Altenkirchen oder Westerburg fahren wollen. So.
wir sind unter der 45, alles in Ordnung. Wir kommen hier auf Gleis 2 an. So, mal schauen, wie wir da halten, weil wir sind nur ein kleiner Dieseltriebwagen. Wir sind nicht so weit vor, mit dem RE9 damals. Da reicht das, wenn wir hier... So, na, hier ist der Eingang, aber hier vorne stehen die ganzen Menschen. Das heißt, ich fahre mal ein Stück vor, dass der hintere Zugteil so ungefähr am Eingang steht. Und der vordere Zugteil hier von uns, hier, wo die ganzen Menschen sind. So, gut. Und dann stehen wir jetzt hier erstmal. Er sagt 15 ist Ankunft. Okay, es ist 14. Wie habe ich jetzt eine Minute Verfrühung hier reingebracht? Obwohl ich nicht mal ordentlich beschleunigt habe. Okay, das ist wegen dem fliegenden Start. Das nennt man Fahrplanreserve. Nee, nee, ich war ja gerade in Etzbach, war ich ja pünktlich. Da bin ich auch pünktlich abgefahren, ohne Verfrühung oder so. Hm. So, jetzt gerade, wenn wir halt wollen, zu dem halt hier. Auf jeden Fall, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie authentisch die Ansagen geworden sind. Ist nicht so, dass wir uns irgendwie hier drüber lustig machen. Das ist wirklich genau ja, so. Ja, die klingen also wirklich so. Also, ihr müsst verstehen, ich habe mir so am Anfang war ich so, okay, die und die Szenarien möchte ich fahren. Hab im Internet eben bei YouTube rausgesucht, okay, wie klingen da die Ansagestimmen? Welche von den Leuten, die ich kenne, könnte das am besten nachahmen oder klingt von der Stimme her am ähnlichsten? Ja, dann gab es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel halt eben diese Standard-DB-Ansagen, wie ich schon gesagt hatte, die hatte ich bei TSB 2 schon selber eingesprochen. Also war jetzt so, ja, okay, sprichst du jetzt wieder selber ein. Die war plötzlich da, die S-Bahn. Also spreche ich die wieder selber ein. Dann vom Rhein-Ruhr-Express RAX, mit dem werden wir später irgendwann im Let's Play auch noch fahren. Bei den Ansagen war ich so, ja, okay, wer soll denn das bitte einsprechen, ne? Da klingt der Text-to-Speech besser, deswegen sind das auch Text-to-Speech-Ansagen. Ich denke, macht aber so computergenerierte Ansagen, weil die klingen auch wie ein Computer. Immer wenn ich so Videos angesehen habe von diesen Ansagestimmen, die Kommentare da waren einfach nur so, die Stimme klingt irgendwie creepy, ich habe Angst. Deswegen, ja. Deswegen habe ich das so wieder machen lassen. Ja, aber ich meine, besser Text-to-Speech als irgendein scharfer Dialekt, den kein Schwein versteht. Ja. Aber, ich sag mal so, aber beim Rhein-Ruhr-Express, das sind zwei große Unternehmen, das sind Abellio und National Express, ein großes britisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, und die schaffen es nicht, sich einen ordentlichen Sprecher oder eine ordentliche Text-to-Speech-Dingens zu suchen, sondern suchen sich einen Text-to-Speech-Dingens, was wie die hinterletzte Blechelse klingt. Blechelse? Ja. Tobi, ich kann dir mal die Ansagen, die ich gemacht habe, als auch in YouTube-Video die Originalansagen zuschicken, ne? Das ist grauenhaft. Das ist einfach nur grauenhaft. Ich verstehe nicht, wie die das schaffen. Und vor allem, die fahren wichtige Regionalexpresslinien quer durch ganz Nordrhein-Westfalen, wo wir übrigens noch sind. Wir werden gleich nach Rheinland-Pfalz rüberwechseln. Wo ist Rheinland-Pfalz? Deutschlandbildung. Südlich von Nordrhein-Westfalen. Wir befinden uns im Süden von NRW. Warte, Nordrhein-Westfalen, das war südlich von Niedersachsen, ne? Na, und davon südlich ist Rheinland-Pfalz. Okay. Und links, beziehungsweise westlich links von Rheinland-Pfalz. Geografie durchgefallen. westlich von Rheinland-Pfalz ist dann das Saarland. Richtig. Oha. Und westlich und davon ist Hessen. Und östlich davon ist Hessen, richtig. Ja, östlich. Und südlich von Hessen sowie südöstlich von Rheinland-Pfalz ist dann Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ja. Landeskunde Deutschland, Tobi, ne? Muss ich irgendwann mal abfahren? 20, wir haben 17. Okay. Und 30 Sekunden. Ja, wie gesagt, wir haben hier Standzeit. Bildungsauftrag. Ja. Ding. Wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir machen weiter so, wie jetzt gerade, oder ich spule die Zeit vor, was ich aber noch nicht gemacht habe. Weil ich dessen lieber noch ein bisschen geredet habe. Weil mir ist in der letzten Folge aufgefallen, ich habe so viel gelabert, dass ich gar nicht wirklich auf die Strecken geschaut habe. Und das ist mir noch im Schnitt aufgefallen. Ich habe immer zu spät angefangen zu bremsen, deswegen habe ich auch noch sehr stark bremsen müssen auch. Dass du viel laberst, das fällt mir aber auch auf. Naja. So, ich will irgendwas sagen, dann hält der gar nicht mehr auf. So, jetzt kommt noch ein Regionalexpress hier aus Köln. Wahrscheinlich wollen da Leute auch noch einsteigen zu uns.
Wie jetzt? In den Zug wollen Leute einsteigen? Naja, umsteigen. Deswegen stehen wir hier und warten hier, weil wir eben auf die ganzen Anschlussreisenden warten, fahrplanmäßig. Deswegen sagte ich auch in der letzten Folge, das hier ist ein großer, es ist zwar ein kleines Kaff, so ein kleiner Ortsteil von irgendwas, aber ein großer Bahnhof, weil du hier halt eben in alle Richtungen umsteigen kannst. Perfekt. Deswegen sind ja auch so viele Leute am Bahnsteig. Sonst an den späteren Halten nicht mehr so häufig begegnen. Dass wir da so reich empfangen werden von den Fahrgästen, ne? Deswegen, ja. Aber ja, ich bin froh. Das Ganze wird was. Auch mit den Ansagen. Ich spule mal vor, würde ich sagen, bevor es ja machen. So, jetzt blinken die Leuchten ein bisschen schneller. So, wenn er hinten genau guckt, über dieses kleine, warte mal, Maus, hier, über dieses Fahrgasthäuschen, da ist ein grünes Signal, sieht man da hier ganz hinten. Das heißt, wir haben schon unsere Abfahrerlaubnis erteilt bekommen. Aber jetzt, dass wir natürlich nur bis mit 25 km/h ausfahren dürfen, weil restriktiver Modus, erkennbar durch die blinkende 70-85 Lampe und dazu noch 500 Hertz Überwachung, bedeutet nur noch, Moment, da ist gerade ein Pflaster abgegangen. Das bedeutet nämlich nur 25 km/h. So, das heißt, wir schleichen einmal hier voran und biegen dann. Ah, so grün-gelb ist es. 40 km/h Ausfahrt. Das Gelb habe ich noch nicht sehen können. So, wir biegen jetzt ab. Hier auf die Bahnstrecke nach Altenkirchen. Der erste Teil der Oberwesterwaldbahn. Hier von da aus dann. Da muss man einmal. Muss man dann einmal Kopf machen, dann in Altenkirchen. Und dann geht es weiter über Westerburg nach Limburg. Das liegt dann sogar schon in Hessen. So, 40 km/h. So, das Besondere ist, werden wir nicht nochmal in diesem Let's Play erleben, ist, dass wir hier jetzt nicht mehr unter normalen Signalen fahren werden, sondern unter Zugleitbetrieb. Zugleitbetrieb bedeutet, dass ich von Bahnhof zu Bahnhof, du siehst nicht so wechseln mit Haltepunkten, Bahnhöfe sind wirklich die Dinger mit mehreren Bahnsteigen und Weichen und Abstellgleisen und sowas, dass ich von Bahnhof zu Bahnhof vom Fahrdienstleiter weitergeschickt werde und halt eben über mündlichen Auftrag halt eben und Protokolle, die geführt werden, dadurch wird eben absichert, dass sich immer nur ein einziger Zug im Abschnitt befindet. Und der Vorteil ist dadurch, dass eben viele kleine Nebenbahnen dadurch gerettet werden können, einfach weil Signale und so sind halt einfach kostenaufwendig. Nächster Halt, wenn du ohne Signale arbeitest. So, Geilhausen, 72,7. Auch schon wieder gleich. Nämlich in 300 Metern. Und ja, wir hatten auch Schwierigkeiten beim Aufnehmen dieser Ansage. Ja. Also ich nicht, weil ich habe das nicht. Ja, du warst nicht dabei, aber die Ansage hat am längsten gedauert. Weil sie jetzt diesen Lachkrim, was man unterdrücken musste. Wollte ich gerade noch sagen, ach genau, die sind einfach die Rettung für so kleine Nebenbahnen, einfach weil du brauchst keine Signale, die kostenintensiv sind, sondern du hast halt eben wirklich per mündlichen Befehl halt eben, beziehungsweise halt eben per Protokolle, die geführt werden, und halt eben dann versichert, dass sich nur ein Zug im Abschnitt befindet. Wobei du aber auch wieder einen Typ brauchst, den du bezahlen musst. Ja, den brauchst du aber so oder so, den brauchst du auch bei den Signalen. Halt, gut. Deswegen, den Typen brauchst du immer. Teilweise wird das sogar mittlerweile noch ein bisschen autonomer von den Lokführern durchgeführt, mittels so einer Infrarotpistole, wodurch damit halt eben dann vermittelt wird, ja okay, ich bin da oder ich bin abfahrbereit oder sowas. Halt eben. Wie funktioniert das denn? Schießt du dann einmal auf die Schiene und Nee, da hast du dann ein Signal und da hast du im Signal so einen speziellen Punkt, den du mit der Infrarotpistole treffen musst und dann wird dann dem registriert, dass du da bist. Da geht das sogar schneller, ohne irgendwie, dass du da extra hier per Funkgerät an. Und sowas. So. Aber dann brauchst du ja trotzdem wieder Infrarotpistolen und Signale. Genau. Also ja, Infrarotpistolen auf Deutsch übersetzt. Die sind unterhalt trotzdem billiger am Ende, das Ganze. Ja, weil das halt nicht automatisieren muss. Ne? Ja. 71,6 ist der nächste Halt. Nicht mal einen Kilometer haben wir bis zum nächsten Halt. Das ist unglaublich. In Hohe Grät. Nächster Halt. Ja, also nichts gegen die Gegend, aber Ortsnamen sind überall ein bisschen seltsam. Naja. Aber gut, wir bei uns in Sachsen auch nicht besser. Mit unserem Oberkaka und Unterkaka.
glaube, die lagen in Sachsen, die beiden Orte. Die nehmen zumindest ein. So, da sehen wir auch schon mal einen Steig. Bisschen kurzer Abschnitt hier. Müsste ja auch fast schon wie bei der S-Bahn, ne? Sind wir nicht in der Regionalbahn? Ja, aber keine S-Bahn. Wo ist da der Unterschied? Eine Regionalbahn hält man überall. Eine S-Bahn hält überall in einem städtischen Raum oder einem Ballungsraum. Das heißt, so alle 2-3 Minuten mal. Also in der Regel eigentlich alle 2 Minuten so, weil dann jeder Kilometer, alle 1,5 Kilometer ein Halt wiederkommt. Oder alle 3 oder 2 Kilometer. Und hier hast du jetzt auch gerade nach 1 Kilometer einen Halt gehabt, wieder nach 1 Kilometer einen Halt gehabt. Aber jetzt wird es ein bisschen mehr dann gleich. Nächster ist dann Breitscheid bei 69,1. Das sind immer mal 3 Kilometer, nicht immer 3 Kilometer ganz, aber immer ein paar mehr Kilometer. So, sehen wir schon dazwischen, BÜ bei Kilometer 70,039, der muss irgendwie besonders sein. Wahrscheinlich ist der mit einer Langsamfahrstelle verbunden, da steht auch schon da, Streckengeschwindigkeit nur 30 km/h. Aber vermutlich wird an diesem Bahnübergang selber noch eine Langsamfahrstelle uns erwarten, ne? Da kann ich dann auch gleich noch was sagen, weil, wie gesagt, wir fahren jetzt zum ersten Mal auf einer Nebenbahn und da erwarten dann wieder eine tolle Sachen, weil zum Beispiel auf Hauptbahn hast du eigentlich auch kaum Langsamfahrstellen. Auch möglich, dass du Langsamfahrstellen sind, aber ja, selten vorzufinden. Ne, kann ich aber direkt mal auf Langsamfahrstellen eingehen, Tobi. Was glaubst du, warum gibt es Langsamfahrstellen? Weil dort der restliche Verkehr und nicht der Zugverkehr Priorität hat und deshalb der Zugverkehr auch darauf den normalen Verkehr achten muss. Ja, nicht ganz. Also Zugverkehr hat tatsächlich immer Vorrang, aber an einem Bahnübergang werden Langsamfahrstellen eingerichtet. Wenn es zum Beispiel in so einer Kurve liegt und du durch Bäume oder sowas als Lokführer den Bahnübergang nicht einsehen kannst, der unbeschrankt ist, das heißt, du musst dann pipen, aber du siehst halt eben nicht, ist der Bahnübergang frei oder nicht. Und wenn du das, wenn du den Bahnübergang sehen würdest, dann wäre die Bremsung auch zu spät, wenn auch jemand drauf wäre. Deswegen wirst du dann runtergesetzt auf 30, 20 oder sogar 10 km/h, dass du wirklich dann ranschleichst, mehrfach hupst, um dir wirklich zu versichern, dass da nichts mehr ist, halt eben an Fahrzeugen. Es gibt auch andere Langsamfahrstellen, die möglich sind, zum Beispiel irgendwelche maroden Brücken, dass da eine Langsamfahrstelle eingerichtet werden kann. Oder was jetzt gerade... Marode Brücken, da würde ich gar nicht mehr drüber fahren. Wobei, gut, davon hast du so viel in Deutschland, das kannst du nicht machen, ne? Und was jetzt auch ganz frisch wieder vermehrt vorkommt, ist... langsam vorstellen aufgrund von Problemen am Gleis. Wir hatten jetzt dieses Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen da, wo dieser Doppelstockzug umgekippt und entgleist ist, weil einfach aus dem Nichts, weil, wie man rausgefunden hat, dort diese Betonschwellen solche Querrisse hatten. Ne, Längsrisse hatten. Also die waren quer rübergebrochen und dadurch hat sich das Gleis in dem verformt und so fort. Deswegen ist der Zug halt eben entgleist. Und aufgrund dessen, wenn zum Beispiel halt eben Schwellen kaputt sind oder der Oberbau ist zum Beispiel das Ding, was da, dieses Kiesding, wo die Strecke dann drauf liegt, ist die Gleise. Wenn zum Beispiel da irgendwas kaputt ist oder sowas, dann werden auch langsam ein paar Stellen eröffnet. Und davon gibt es gerade in Deutschland besonders viele, weil jetzt besonders nochmal aufgepasst wurde auf Stellen, wo die Betonschwellen nicht ordentlich sind. Und da hat man jetzt ein paar ausgemacht und da jetzt überall natürlich Langsamfahrstellen eingerichtet. Deswegen jetzt zum Beispiel auch im Regionalverkehr zu höheren Verspätungen kommt. Aber diese Langsamfahrstellen, das heißt, der Zug darf dann nur noch langsamer fahren. Das heißt, der kommt nicht mehr pünktlich an, logischerweise nur langsamer fährt. So 69,1 ist nicht mal mein Kilometer. Jetzt sind wir dann schon wieder da. So 50 haben wir jetzt hier und dann geht es runter. 40 mit Vorsignaltafel, denn Breitscheid ist ein Bahnhof. Das heißt, wir haben jetzt die Fahrgenehmigung bis Breitscheid. Das heißt, wir müssen an dieser Vorsignaltafel jetzt 1000 Hertz Überwachung erwarten, weil das nächste Signal wahrscheinlich rot ist und wir nicht auf den Gegenzug warten müssen. Denn, das hier ist besonders, es gibt auch diesen Zugleitbetrieb gibt es auch mit Signalen. Gibt es natürlich. Okay, jetzt haben wir hier rot, wo auch her auch im Bock kriegen wir keine Einfahrt. Nächster Halt. Ich müsste das Gleis frei sein. Und zwar hier sind zwei Gleise in diesem Bahnhof, dann treffen sich die beiden Züge und dann, wenn beide dastehen, dann kann der nächste Zug den nächsten Abschnitt weiter rüberfahren. Aber okay, wir haben jetzt hier rot.
sie sehen die auch so ein bisschen seltsam aus, die Signale, weil es keine richtigen, vollwertigen Signale sind, sondern es sind eben nur so Hilfssignale. So, stehen wir jetzt hier. Trubi, du kannst es nicht sehen, aber wir haben unseren ersten schriftlichen Befehl. In der Realität ist es so, dass der Fallenzeiter mich jetzt anpunkten würde und mir sagen würde, dass ich, was ich hier alles ausfüllen soll. In Susi kriege ich den jetzt hier nur vorgelegt, deswegen kann ich auch schön labern, weil in der Realität würde es jetzt eh länger dauern, als ich hier brauche zum Durchlesen. Deswegen können wir es auch ganz in Ruhe durchlesen, damit wir es schön realistisch machen und dann auch mit realistischer Verspätung nach dem einfahren. Also so ein schriftlicher Befehl, der kann schon mal 5 Minuten Verspätung einfach mal so herbeibringen, ne? Das ist möglich. So, Triebfahrzeugführer des Zuges 61709, das sind wir. Standort Kilometer 69,5 auf dem als normale Fahrt, also Rangierfahrt, Gegengleisfahrt und normale Fahrt, das müsste es sein, deswegen hier haben wir normale Fahrt. Auf der Bahnstrecke von Au nach, genau, auf unserem Abschnitt von Au nach Breitscheid, das war der Abschnitt, den wir befahren durften jetzt, halt eben, bis Breitscheid haben wir halt eben Fahrt bekommen. Also hier funktioniert es nicht mit Infrarotpistolen und Signalen, sondern mit so Standardsignalen, halt eben hier die Strecke. So, Befehl 2. Sie dürfen vorbeifahren am Signal, Einfahrsignal, ESIG, also dürfen am Einfahrsignal F des Bahnhofes Breitscheid vorbeifahren. So, hier mal auch eine Tafel, wo ein F dran steht, das heißt, es ist das Signal F und ich kann mal hier zur Seite machen, hier sehen wir auch hier am Einfahrvorsignal so vorbei, hier haben wir Einfahrsignal mit Ausfahrtvorsignal. Deswegen, das ist hier bei 69,4, hier steht auch 69,5, alles in Ordnung. So, da dürfen wir vorbeifahren und wir müssen nicht mit 40 km/h fahren. Aber gut, da hier eh 40 km/h gelten, würde das Kreuz hier auch keinen Unterschied machen. So, dann gibt es auch andere Befehle, eben, wir dürfen hier einfahren, weiterfahren im Bahnhof. Sie dürfen ausfahren, sie dürfen im Gegengleis fahren. Sie fahren, schieben bis nach und wieder zurück, das ist für Rangierfahrten. Sie dürfen vom Gegengleis blablablub weiterfahren. Sie müssen auf dem Gegengleis blablablub halten. Sie müssen zwischen blablablub halten vor dem Bahnübergang und dürfen weiterfahren. Der Bahnübergang sicher, das ist bei Bahnübergangsstörung. Das hier ist bei einer LZB-Störung. Sie müssen signalgeführt weiter oder ETCS, das ist auch bei hier bei LZB bzw. ETCS-Störung. Fahren Sie bis zur Langsamvorstellung, höchstens mit der Fahrplanzulassung Geschwindigkeit, basis niedrige Geschwindigkeit. Das ist, wenn ich einen schriftlichen Befehl bekomme und eine Langsamvorstellung noch beachten muss. Sie müssen auf folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen achten. Wenn du das auch durchgegeben werden, Sie sind vom Fahren auf Sicht entbunden. Das heißt, wenn mir gesagt wird, nee, Sie müssen nicht mehr auf Sicht fahren, weil zum Beispiel die Gefahr vorbei ist. Und die 14 ist dann noch Sonstiges. Gut, das quittieren wir hier, mit dem wir unsere Unterschrift machen. Machen das weg. So, der Signal ist erloschen. Das ist übrigens ein Signal, das gar nichts anzeigt. Gilt wie ein rotes Signal. Aber wir dürfen vorbeifahren. Mit unseren, weil es könnte ja sein, dass es nicht funktioniert und eigentlich, genau, rot sein müsste. An einem Signal, was nichts zeigt, muss man davon ausgehen, es könnte rot sein, ist kaputt. Ah, 20 km/h, weil 500 Hertzmelder und Wechselblinken, ne? Na, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Na gut, dann nochmal kurz Zwangsbremsung. Aber ja, das genau. Das wird in die Bewertung reinhauen. Ja. Eieieiei. Deswegen, zum Beispiel, wenn ein Signal nicht gebraucht wird, dann wird das zum Beispiel auch nicht ausgeschaltet, sondern es wird ausgeschalten, aber ein kleines weißes Lämpchen blinkt leuchtet irgendwo. Und dadurch weißt du, okay, das Signal ist aus und wird nicht benötigt, aber funktioniert noch, zum Beispiel. So, der Gegenzug ist natürlich auch nicht auf uns warten müssen, weil 29 sollen wir da sein, 30 sollen wir wieder ausfahren, jetzt haben wir es 33, also ja. Aber jetzt sollen wir 40 einfahren, wir haben nicht 1000 Hertz im nächsten Blinken, ne? Da wartet doch schon der Gegenzug. Hier ein Breitscheid. Ober ist halt so, ne? Aber wie gesagt, das mit den Signalen hier beim Zugleitbetrieb ist auch was ganz, ganz Seltenes. In
der Regel ist es halt wirklich entweder gänzlich ohne Signale, was mittlerweile aber nicht mehr gemacht wird, weil das doch ein zu hohes Risiko mit sich bringt. Einfach halt, weil, ja, kann ja sein, dass der Fahrenseiter doch nicht ganz ordentliches Protokoll führt und dann doch zwei Züge drauf landen. Deswegen werden dann zum Beispiel noch, oder noch schlimmer, dass der Triebfahrzeugführer da einfährt, obwohl er keinen Befehl bekommen hat zum Beispiel. Und deswegen werden zum Beispiel jetzt auch mittlerweile Signale verpasst. Entweder halt eben so normale Signale, was aber extremst selten ist halt eben, die halt eben dann vom Fahrenseiter gesteuert werden als Freigabe zur Fahrt. Dann muss auch nicht mehr hin und her protokolliert werden, sondern es wird einfach nur noch protokolliert und es wird auf grün gestellt halt eben. Was es auch gibt, sind halt eben das, was ich gesagt hatte, mit, dass es da Signale am Ausfahrt vom Bahnsteig gibt, mit einem 2000 Hertz Magneten gesichert sind. 2000 Hertz Magneten ist nämlich auch der, der an einem roten Signal ist und der einen sofort zwangsbremst beim Drüberfahren. Und den man halt eben entweder nur halt eben dann ausschalten kann, sodass er halt eben einen nicht zwangsbremst, wenn halt eben du mit dieser Radarpistole drauf schießt auf das Signal und der Gegenzug schon, also kann sich kein, also du schießt auf das Signal dann drauf mit dieser Radarpistole, dann wird geprüft über Gleisfreimelder oder je nachdem, was er dem der Fahrdienstleiter da gesagt, also da eingegeben hat in das System, halt eben, wird dann halt eben geprüft, ob sich ein anderer Zug im Abschnitt befindet. Wenn ja, dann bleibt der Magnet aktiv. Wenn nein, wird der Magnet inaktiv und du darfst drüber fahren und dann leuchtet euch noch eine blaue Lampe auf, dass du dann losfahren darfst. Was es auch gibt, ist halt eben, dass du das immer noch mündlich mit dem Fahrenseiter abklärst, aber der zusätzlich zu dem, was er da in das Buch einträgt, halt eben, dass du losfahren darfst und dir auch sagt, dass du losfahren darfst, dann noch den Schlüssel irgendwo umdrehen muss, dass halt eben diese 2000 Hertz noch ausgeschaltet wird und auch wirklich losfahren darfst. Nächster Halt. Unser nächster Halt bei 67.6, das ist auch links. Schon demnächst, ist Kloster Marienthal. Das ist ein sehr spezieller Haltpunkt, denn dieser Haltpunkt hat, wenn ich mir das richtig gemerkt hatte, glaube nur 6 oder 7 Nutzer. Ich glaube, weiß nicht, war es im Monat oder im Jahr sogar nur. Also wirklich hier steigen so gut wie nie Leute ein und aus, deswegen halten auch die allermeisten Züge hier nicht in Kloster Marienthal. Nur mal einmal ausgesucht, der hier auch hält. Einfach weil hier ist nichts. Es ist reine Pampa. Deswegen, ja. Freu dich, in wenigen Minuten bist du im Kloster irgendwas Marienthal. Ich hab's nicht gelesen können. Bin ich zu weit vorgefahren. Aber ja, deswegen halten hier nur extrem wenig Züge. Aber wir tun das einfach mal heute. So, unser nächster richtiger Halt ist dann Obererbach-Haltpunkt. Das ist schon der letzte Halt, an dem wir halten. Nach Obererbach würde dann Altenkirchen kommen, aber kurz vor Altenkirchen endet die Strecke leider. Finde ich schade. Ihr seht es da noch, 61.5, ganz oben, der letzte Punkt, das ist das Einfahrsignal von Altenkirchen. Ich fände es schön, wenn der Bahnhof Altenkirchen noch dargestellt worden wäre, weil, wie ich auf Bildern gesehen habe, hat der noch schön Formsignale und so. Ganz alte Technik. Ja, ist halt schade. Wäre nett gewesen, aber kannst du nicht machen. Ja. Kann man froh sein, dass wir überhaupt hier was haben. Zu kleinen Betrieb, weil zumindest von denen standardmäßig bei der Aerosoft Edition mitgelieferten Strecken. Ich weiß, es gibt noch Modding-Strecken und wenn wir mit dem Let's Play hier fertig sind, dann werde ich mir die auch ansehen, oder kurz bevor wir damit fertig sind. Je nachdem, sagt, ich verlinke da gerne das News und Neues, je nachdem wie es dann mit unserer Zeit und unserem Stress, was wir alles zu tun haben, aussieht und ob das Let's Play dann direkt weitergeführt wird in der zweiten Staffel oder ob das also pausiert wird oder wie auch immer halt eben. Wenn wir hiermit irgendwann durch sind, dann werde ich mir auf jeden Fall da auch Modding-Strecken ansehen, dass wir da noch weiterfahren können, weil ich freue mich auf so Nebenbahnen und so Bahnen mit so zu Gleitbetrieb und Langsamfahrstellen oder irgendwelche betrieblichen Besonderheiten und so, hätte ich voll Bock drauf. So zu Gleitbetrieb habe ich richtig Bock drauf. Hätte auch richtig Bock drauf, wenn das so nicht irgendwie hier mit so Signalen ist, weil das ist ja die lameste Form von zu Gleitbetrieb, weil die ist doch am nächsten am normalen Signalbetrieb dran. Oh, das war kein normaler Geschwindigkeitsvorankündiger, sondern der hatte noch zwei gelbe Lampen unten dran, die nachts auch leuchten, ne?
zwar das ein Langsamfahrstellen-Geschwindigkeitsvorankündiger, denn wir haben hier jetzt eine Langsamfahrstelle. 20 km/h. Denn hier steht es auch da, BÜ in Kilometer 66107. Der ist uns nämlich auch hier angegeben. Genau der Bahnübergang hier. So. Werfe ich hier nochmal. So, wird hier eine gelbe Tafel und ein A drauf. Das ist die Tafel für den Anfang der Langsamverstelle. Das heißt, hier gelten die 20 und hier war gerade eine weiße Tafel mit einem E drauf. Das ist das Ende der Langsamverstelle. Das heißt, wenn das Ende meines Zuges diese E-Tafel überfahren hat, dann darf ich wieder auf Fahrplangeschwindigkeit hochbeschleunigen, also 60 km/h. Und wenn ich mit meiner Zugspitze halt eben die gelbe Tafel mit dem A halt eben auf Höhe der bin, dann muss ich halt eben auf die 20 km/h runter sein, spätestens. So, weil da die Langsamfahrstelle. Das war jetzt eine sehr, sehr kurze Langsamfahrstelle. Welche, die können einige hundert Meter lang sein. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man da nur einige hundert Meter mit so geringer Geschwindigkeit fahren darf. Aber gut, ich sag mal so, wir haben bei uns hier um die Ecke, Trubi, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, eine Bahnstrecke. Da darf man über, glaube ich, 2 km, nicht als Langsamfahrstelle, sondern als Regelstreckengeschwindigkeit, nur 10 km/h fahren. Und zwar 1 km oder so. Aber als Regelgeschwindigkeit, denn diese Bahnstrecke führt direkt neben einer Straße. Na, schaffen wir es noch an der Haltetafel zu halten? Schaffen wir es? Ich glaube, das wird nichts mehr. Stück zu weit. Na, schade. Denn diese Bahnstrecke geht direkt an einer Straße entlang durch ein Dorf. Und von dieser Straße sind überall so Einfahrten zu den einzelnen Häusern. Aber diese Einfahrten müssen immer die Bahnstrecke überqueren und danach ist das Hausgrundstück. Das heißt, dort sind innerhalb von wenigen Metern sehr, sehr viele Bahnübergänge hintereinander, die alle unbeschrankt sind. Und die auch alle schwer einsehbar sind, weil wegen Zäunen und so fort kannst du nicht sehen, ob dein Auto aus der Ausfahrt herausgeschossen kommt. Deswegen gibt es dann wirklich für einen Kilometer oder so Streckenregelgeschwindigkeit von 10 km/h. Hier haben wir meinen Führerstandsmitfahrt in diesem Abschnitt angesehen. Irgendwann bist du innerlich fast ausgerastet, weil du dachtest, so kipp doch mal Gas. Weil der Lokführer durfte nicht, weil es sind nur 10 km/h. Und die ganze Zeit musste immer wieder hupen, weil er vor jedem Bahnübergang wieder erneut hupen musste. Deswegen, ja. Und für alle, die wissen wollen, welche Stelle ich meine den Streckenabschnitt zwischen Ottendorf und Kriller Nord und Ottendorf und Kriller Haltepunkt. Das ist ungefähr 1 km. 10 km/h mit dem Zug fahren darfst. 10 km/h ist mit dem Zug echt schlimm. Da fährst du mit dem Fahrrad schneller. Na? 10 km/h ist halt Schrittgeschwindigkeit, ne? Deswegen. Alles klar. Ein unbespannter Bahnübergang, für den ich keine Pfeiftafel hatte. Interessant. So, jetzt müsst ihr gleich noch einen Haltepunkt kommen. An dem wird aber nicht mehr gehalten, der ist aufgelassen worden. Also da halten keine Züge mehr an diesem Haltepunkt. Und der Halt danach ist dann wirklich Altenkirchen. Nur dass wir den Bahnhof nicht mehr sehen werden, weil wir noch vor dem Einfahrsignal wird plötzlich unsere Fahrt beendet. Genau, da sehen wir so schon die weiße Tafel mit den drei schwarzen Strichen, wird nämlich, dass gleich ein Haltepunkt folgen wird. Bei Hauptbahn wird es in einem Kilometer gibt es einen Haltepunkt. Bei Nebenbahn sind es 250 Metern, glaube ich, folgt ein Haltepunkt. Oder so 150 Meter, ich weiß nicht mehr genau. Wie gesagt, ich bin kein Ausbilder-Lokführer, noch nicht. Deswegen kann ich auch nicht alle Vorschriften da perfekt auswendig. Aber ich glaube, das muss man als Hobby-Lokführer auch nicht können. Aber ihr seht es hier, so ein kleines Ding mit einem Trampelpfad mitten in der Pampa. Also da wirkte selbst der von Kloster Marienthal noch ein bisschen geselliger. Deswegen ist es auch verzeihbar, wenn hier niemand mehr hält. Aber ja, ich kann die Vorschrift nicht alle 100% auswendig. Das kann man von mir leider nicht erwarten. So, und rollen wir hier leicht bergabwärts, deswegen bremse ich die ganze Zeit ein Stückchen, damit ich über die 60 hinauskomme. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich am Ende der Strecke sein.
Doch, jetzt. Jetzt haben wir das Ende der Strecke erreicht. So. Eine Zwangsbremsung. Wir hatten eine Zwangsbremsung durch die Zugsicherung. Wir hatten eine Verspätung von durchschnittlich 2 Minuten, maximal 5 Minuten. Das ist dem unserem schriftlichen Befehl geschuldet und dass ich dazu noch ein bisschen was erzählt habe. Aber in der Realität hätte das teilweise vielleicht auch so lange gedauert mit der Verspätung, weil beim schriftlichen Befehl ist ja nicht nur der Fallenseite diktiert, also du schreibst alles hin und fertig, sondern der Fallenseite diktiert dir was, du wiederholst das, der sagt ja und du schreibst es eben hin und so fort. Und am Ende wird nochmal Kontroll gelesen, dass, du wirklich, dass auch wirklich alles perfekt kommuniziert wurde, nichts falsch verstanden wurde und alles ordentlich hingeschrieben wurde. Und dadurch kann es halt eben auch länger dauern, auch wenn da nur so ein paar, wie bei mir jetzt gerade der Fall eben war, nur so ein paar Felder da, an, so ein Feld ankreuzen, damit du das hinschreiben, durchstreichen musst. Und sonst nichts. 6-mal schlechter Fahrstil. Oh, ich hab ganz schön häufig schlecht gebremst. Aha. Aber gut, ja, stimmt halt eben. Ich bin halt teilweise doch ein bisschen am Anfang mal zu schwach gebremst, hab am Ende zu stark gebremst. Deswegen, ja. Denn hier, was ich meinte, Türfreigabe vergessen. Also, irgendwie, ich verstehe das Spiel da manchmal einfach nicht, weil ich habe nicht die Türfreigabe 2-mal vergessen. Irgendwie manchmal mit diesen Wahlschaltern, wie es halt dem Ziel eben der Fall war, wo ich auch so einen Wahlschalter dem hatte, den ich hin und her drehen musste, ob Türen links auf, Türen rechts auf. Weil in der 442, die wir in der ersten Folge gefahren sind, als auch in der 423, die wir in der zweiten Folge gefahren sind, dann Knöpfe, habe ich einen Knopf gedrückt für Türen links auf, dann sind Türen links aufgegangen, habe ich den Knopf in der Mitte gedrückt für Türen schließen, sind wir zugegangen. Hier habe ich aber so einen Regler, den ich drehen musste, auf nach links, damit die Türen links aufgehen, nach rechts, damit die Türen nach rechts aufgehen halt eben. Und wenn ich mir die Mitte gestellt habe, dann gingen die Türen zu. Aber bei diesen Türwahlhebeln, da manchmal registriert er das einfach nicht. Deswegen, ja. So, Fahrtenschreiber, ganz in Ordnung. Jetzt hier, am Ende bin ich ein paar Mal zu schnell gefahren, weil der Knie sagt bergab und musste bremsen. Und dann habe ich teilweise ein bisschen nicht ordentlich gebremst, ja. Ansonsten am Anfang lief das alles recht gut. Und tatsächlich sogar 31,7%. Was ich auch noch betonen möchte, was ich schon mal gesagt hatte, wegen der, dass ich das mit der Geschwindigkeitsüberschreitung nicht finde, nicht richtig funktioniert. Hier alles perfekt. Denn hier war ich mal stellenweise 1 km/h zu schnell. Und jetzt zuletzt war ich hier teilweise bis zu, ja schon so, bis fast 5 km/h zu schnell. Rat mal, wie viel Abzug ich für Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen habe, Tobi. 5? 0%. 20. 0. Beim einmal da so 1 km/h, mal wieder 1 km/h, mal 2 km/h, plötzlich so zack, extrem krass Abzüge und jetzt hier relativ viel, wo ich mir sagen würde, okay, da könnte schon ein paar Prozent Geschwindigkeitsabzug bekommen, 0%. I don't get it, keine Ahnung. Aber ich sag mal, wenn dich jetzt jemand prüfen würde, dann könntest du auch nicht in seinen Kopf reinschauen. Ja. Aber immerhin gäbe es dann Vorschriften, wie ich geprüft werde. Und wie gesagt, ja klar, die strenge Geschwindigkeit ist eigentlich heilig, aber wenn du mal 1-2 km/h kurz zu schnell bist, dann würde ich mir auf die Finger hauen. Also hier für diese teilweise 5 km/h zu schnell, da würde ich so auch ich sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Da hätte ich weniger reden und mehr auf mein Tacho schauen sollen, dass ich da nicht die ganze Zeit, weil ich bin dann, ich habe dann eine Beschleunigung weggemacht, bin gerollt, aber durchs Rollen, bergabwärts rollen, wäre ich natürlich trotzdem schneller. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit mehr bremsen müssen zwischendurch, weil ich sitze dann auch hier gerollt, dann kurz gebremst, wieder runter auf Punkt 60, dann hier wieder gerollt, dann wieder gebremst, dann hier ein bisschen länger gebremst mal, dann hier wieder hoch, wieder runter gebremst, dann hier habe ich es versucht zu halten, jetzt hier zuletzt nochmal wieder 2 km/h zu schnell geworden, ja. Aber gut, ich würde sagen, an sich war das eine ganz nette Fahrt, finde auch schön, dass wir jetzt hier mal einen schriftlichen Befehl hatten, ich habe ja extra den Chaos-Faktor auf Maximum hochgedreht, hatte ich in der ersten Folge schon gesagt. Damit aber ein bisschen mehr passiert, damit wir mal ein bisschen Verspätung haben und ein bisschen mehr Druck vielleicht dahinter. Und ich auch mal ein bisschen was zeigen, erklären kann, wie es halt eben hier zum Beispiel das halt eben mit dem schriftlichen Befehl. Und allgemein muss ich sagen, die Folge hier war ich direkt am Anfang, ja, die muss ich machen, weil zu Gleitbetrieb, langsam vorstellen, das ist halt wunderbar. Und ich hoffe, dass es da draußen in der Modding-Welt, ich habe mich noch gar nicht umgesehen, aber ich hoffe so darauf, dass es da draußen noch weitere Strecken gibt im Zugleitbetrieb, weil da hätte ich wirklich sehr, sehr viel Lust drauf, da nochmal zu fahren. Auch im ordentlichen Zugleitbetrieb. Von mir aus auch mit Radarpistole
Oder mit Funksprüchen. Was Pascal damit sagen möchte, ich unterbreche jetzt mal deine ewigen Ausschweifungen. Wenn ihr was eine Sorte oder eine Mod kennt, dann schreibt sie gerne schon mal in die Kommentare. Genau, dann kann ich mich vielleicht darauf stützen, auf eure Kommentare, wenn ich dann auswähle, was ich machen möchte. Gut. Dann würde ich sagen, war es das aber von dieser Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann auf einer neuen Map wieder. Aber Achtung, die nächste Folge erscheint erst in 14 Tagen. Denn nächste Woche stellen wir unseren Sendeplan um und da kommt so ein Bausimulator dazu auf unseren Kanal. Und da müssen wir irgendwie unsere Projekte hin und her schieben. Deswegen kommt dann zu Sie 3 jeden Samstag nur noch alle 14 Tage, abwechselnd mit Notruf 2 Freiwillige Feuerwehr, was dann auch alle 14 Tage kommt, nämlich immer genau dann, wenn kein zu Sie 3 kommt. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, das heißt, dann geht es erstmal nur 14-tägig weiter. Wann wir wieder auf den wöchentlichen Rhythmus zurückkommen, weiß ich nicht, aber ich kann euch sagen, in der näheren Zukunft wird das wahrscheinlich nichts werden. Aber gut, dann nochmals danke fürs Zusehen. Ich bin schon fast bei so einer Garda-Roll-Up-Mod, ne? So 3 Minuten. So jedes Mal so, ja, danke fürs Zusehen, dann nochmal so 3 Minuten ausholen, nochmal, okay. Ich bin gerade schon wieder dabei, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.